Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer Big Ben, und heute zu einem wieder mal einen nachkommentierten Modern Warfare 3 Gameplay. Und da, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema zu sprechen komme, werde ich noch kurz das Wichtigste zu diesem Gameplay sagen. Ja, wie ihr es schon seht, ich spiele auf der Map Overwatch, Abschuss bestätigt mit meiner SkyL auf dem schönen, nicht Abschuss bestätigt, was rede ich, Herrschaft, Entschuldigung. Ich spiele Herrschaft mit der SkyL auf dem schönen Camo Red Tiger und mit meinen zwei Aufsätzen, der Schalldämpfer und die Magazinerweiterungen. Ja, als Sekundärwaffe wie immer meine MP9, aber heute mit dem Aufsatz Magazinerweiterung. Ja, heute habe ich immer Magazinerweiterung dabei. Ja, keine Ahnung, ob mir jedenfalls zahlt. Jedenfalls meine Extras sind eigentlich wie immer gleich, aber trotzdem wie immer heute Fingerfertigkeit Pro, Attentäter Pro und noch der Meisterschütze und meine Abschussserien standardmäßig heute auf der 5 meine Predator Rakete, auf der 7 der Angriffshelikopter und natürlich auf der 12 mein Payflow. Tja, jetzt fragt ihr sicherlich, warum zocke ich mit dieser Waffe, und ich kann jetzt auch nur anzogen, es hat den einzigen Grund, nachdem ihr die Road to Highest Weapon Skill Folgen machen muss, kann ja eigentlich nicht Prestige gehen, das war ja hinrissig, weil dann war ja mein AK wieder auf Level 0. Jedenfalls haben wir dann gedacht, dass man nicht zu langweilig wird mit dem Spiel, dass ich halt ein bisschen Spaß habe. Jetzt nervt mich gerade einer auf Facebook. So, Entschuldigung. Jedenfalls haben wir gedacht, jetzt frage ich mal ein paar Freunde, was für Waffen das sie cool finden, welche ich auf Gold machen soll. Und hat ein Freund gesagt, ja, nimm das GL, die ist ganz gut. Und die wird da sicher gefallen. Und ich muss sagen, er hat recht gehabt, wie man sieht, mittlerweile schon auf Red Tiger. Und ja, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Ja, das war es jetzt so kurz zu diesem Gameplay, aber jetzt weiter zum richtigen Thema. Und wie ihr es vielleicht schon im Titel des Videos gesehen habt, mein Thema lautet halt, ist MW3 scheiße oder auch nicht? Ja, nachdem halt die ganze Community die ganze Zeit über MW3 so schimpft, beziehungsweise auch generell über Call of Duty, habe ich mir halt gedacht, jetzt mache ich mal ein Video dazu und sage mir meine Meinung und schauen wir, was draus passiert, oder hört mir einfach mal zu, was ich dazu halt sage. Jedenfalls, ich verstehe halt ehrlich nicht, warum alle so über Modern Warfare 3 schimpfen. Okay, mag gut sein, dass halt der ein oder andere Noob, wie man sie halt gerne mal nennen, mit der FMG 9er Kimbo herumrennt. Aber das ist eigentlich auch schon fast das Schlimmste an dem Spiel, würde ich sagen. Ihr könnt jetzt nur in Commander Krieger zitieren, wie er uns den Teufelskreis von der FMG 9er Kimbo näher gebracht hat. Aber ich würde sagen, wenn das interessiert, das wird einfach mal auf dem Commander Krieger Kanal schauen. Beim richtigen Video da setzt es eh. Jedenfalls, auch was ziemlich scheiße ist, ist halt das Spawn-System. Das ist besonders scheiße in Free for All, besonders wenn halt die ganzen Gegner halt da hinter dir spawnen, aber hilft nicht. Und die zwei Sachen mit den Akimbo Noobs und dem Spawn-System finde ich halt einmal, haben die schlimmsten Sachen im Spiel. Also Spawn-System, das war halt in Black Ops besser als in MW3. Also ich weiß auch nicht, wieso sie es nicht geschafft haben, dass dieses System erfolgreich wieder umsetzen. Und man könnte schon fast sagen, dass daraus nichts gelernt haben, weil in MW2 war das Spawn-System auch scheiße. In Black Ops haben sie es wieder sehr gut gemacht, finde ich. Also ich finde da jetzt fast keine Spawn-Fails, meistens zumindest. Und jetzt bei MW3 haben sie wieder einen Schritt zurückgegangen halt. Ja, und bei FMG9 ist es halt wirklich noobig, aber was willst du dagegen machen? Es wird halt immer etwas an Spielen auszusetzen geben. Black Ops war ja auch nicht perfekt. Da war halt die ganze Last Dance Scheiße und bei MW2 waren halt die ganzen Noob-Tuber unterwegs. Ja, das mit Noob-Tuben muss man sagen, in MW3, das haben sie schon wirklich gut gemacht, weil mit dem Teil läuft ja eigentlich so gut wie niemand mehr herum. Und ja, das mit dem Last Dance, das war halt leider Gottes eine Todesabschussserie, hätten sie halt weglassen sollen, beziehungsweise können. Und sie hätten eigentlich generell die Todesabschussserien weglassen können. Aber, ja, hilft nicht.
am asozialsten finde, aber immer nur ist Hand des Todes. Also das ist halt das mit C4 und Last Stand. Ja, da haben wir da gerade, muss ich kurz einwerfen, der Felix sagt mit der Striker, was gescheiter gewesen hätte mit der MP9 weitergeschossen, aber ja, mei, was soll's. Jedenfalls bei Black Ops war das halt auch, dass die dann nach einem halben Jahr circa gesagt haben, ja, schlechtestes Call of Duty ever und so weiter und irgendwas. Und dann war halt die Ankündigung bei MW3, dass alles besser wird. Und da war halt die riesengroße Vorfreude auf das Spiel. Und im Endeffekt jammern sie jetzt wieder alle über das Spiel. Und ich sehe schon, komme ehrlich gesagt, jetzt freuen sie wieder alle auf Black Ops 2, weil sie hoffen, dass das besser wird oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass Black Ops 2 hassen wird. Jedenfalls gebt euch mal der, schaut euch an, das ist eine geile Last Stand Phase, als gerade dazu passt. Jedenfalls freuen sie wieder alle aufs Black Ops 2 und dann werden sie im Endeffekt wieder enttäuscht nach einem halben Jahr oder regt sich wieder auf und sonst irgendwas. Aber jetzt wieder zu MW3 selbst. Ehrlich gesagt, das Spiel ist ja im eigentlichen Sinne ja nicht schlecht. Nur wir haben ja die Pro-Zocker, die immer gute KTs und sonst irgendetwas schaffen wollen. Und dann werden sie jetzt von, sagen wir mal, einem Noob gekillt, der mit einer Noob-Waffe spielt oder sonst etwas, ist ja auch egal. Jedenfalls regt sich der Pro-Gamer sofort über diesen Spieler auf. Okay, ich muss sagen, ich war halt selber nicht anders, aber mittlerweile ist mir die KT scheißegal. Und ich sage halt nur, dass ich Spaß habe. Und wenn dann wieder mein negative KT dabei ist, sage ich halt, ja mei, was so ist, muss ja wurscht sein. Ja okay, als YouTuber ist das auch nicht immer vorteilhaft, wenn man so denkt, denn man sollte eigentlich doch gute Gameplays machen. Und das sehe ich auch sehr gut bei mir, dass halt relativ oft schlechte dabei sind. Aber jetzt gerade seht ihr es, finde ich, ein gutes Gameplay. Und wenn das nicht oft passiert, dann gefällt mir sie halt mehr darüber. So sehe ich das halt. Ich habe aber auch die Phase gehabt, wo ich gesagt habe, ja, MW3 zu haben überhaupt nicht mehr, hat man sicher in dem einen oder anderen Gameplay von mir gehört. Aber jetzt, man muss halt einfach den Spaß wieder am Spiel finden und es geht nicht so schwer. Jetzt, wo es Clan-Operationen gibt, zahlt mir das halt auch wieder mehr. Und nur ein guter Tipp ist, das Ganze halt einfach nicht zu ernst nehmen und sich halt nicht unnötig aufregen, weil es ja keinen Sinn hat und man sollte neue Sachen ausprobieren und den Gegner halt nicht verarschen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich jetzt so gut wie alle Waffen voll machen werde, ist ja auch eine gute Möglichkeit, um Spaß nicht zu verlieren. Und man lernt dann auch noch gute Waffen kennen, mit denen man vielleicht nicht gespielt hätte. So ist zumindest halt bei mir. Zu den Sachen halt kann ich nur ein kleines Beispiel geben halt. Das war bei der letzten Clan-OP, das war Abschluss bestätigt. Und da rennen halt so gut wie alle mit FMG9 Akimbo herum. Ich bin natürlich auch mit der herumgerannt. Und mit der TP90 M1 im Magazinerweiterung und Schnellfeuer, dass ich jetzt schnell No-Scope die Gegner killen kann und halt schnell die Marken einsammeln. Das war halt vorteilhaft bei der Clan-OP, dass man Erfolg hat. Jedenfalls ein Clan-Member von mir hat halt nicht mit Noob-Waffen gespielt und halt auf hohe Abschuss-Serien gespielt. Hat natürlich die auch erreicht. Und hat auch die besten KTs gehabt mit Quoten von 3 bis 5. Aber trotzdem hat er jedes Mal, wo er einen Tod kassiert hat, ins Headset hineingebrüllt. Und da hat er meistens gedacht, jetzt werde ich gleich taub. Okay, ist jetzt nichts gegen meinen Clan-Member, aber das war jetzt ein passendes Beispiel, aber ich weiß eh, dass er nicht ernst nehmen wird. Jedenfalls, und ich habe halt immer negative KD gehabt, mir war das scheißegal und ich habe halt auch Spaß am Zocken gehabt. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr schon, auf was ich hinaus will und einfach Spaß haben und nicht einfach unnötig Nerven für das Spiel verschwenden. Es gibt ja auch noch ein andere... Scheiße. Ja, so, Entschuldigung. Es gibt halt auch nur solche Leute, die was das Spiel so scheiße finden, dass sie es halt auch noch kaputt machen. Und ehrlich gesagt, mir war das zu schade. Wir geben ihnen immerhin Geld auf 60, 70 Euro. Und bevor ich es kaputt machen täte, würde ich halt das einem Freund schenken, der was dir wahrscheinlich darüber freut. Ja, das war halt so meine Meinung zu dem Thema. Generell halt, wenn sie es halt dazu was kritisieren wollt oder sonst irgendwas, oder irgendwas dazu schreiben, egal, natürlich in die Kommentare. Aber bei Kritik, an freundlichen Umgangston, jetzt über mein Gameplay, wo ich die zwei neuen Maps vorgestellt habe auf die Xbox. Wenn es interessiert, kann halt gern einmal bei diesem Video nachschauen. Ist nicht schwer zu finden, ist noch nicht so lange her.
Nochmal Entschuldigung für den Versprecher da, beziehungsweise meine Gedächtnislücke, ich hab da zwei Notizen, aber hab mich gerade verschaut. Jedenfalls, jetzt ist das Gameplay zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Ich hoffe, euch habt das Thema ein wenig näher bringen können. Und ja, das Gameplay ist mit einer 56 zu 5 KD ausgegangen. Ist, finde ich, eine sehr gute KD. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Big Ben.